Oh, da fehlen sogar noch zwei Steinchen. Machen wir gleich. Alle auswählen, kopieren und hier noch drauf. Und dann noch die beiden hier. Mörderlöcher bringen dem Spiel nämlich nicht viel, deswegen brauchen wir sowas nicht machen. So, für den Bauauftrag brauchen wir jetzt noch Holz. Zum Glück haben wir die hier richtig geplant, wobei man kann ja auch außen rumlaufen. Aber eigentlich sollte der Platz hier ausreichen, dass die Bricktrons auch innen drin durchlaufen können. Ach ja. Laternen. Innen und außen. Jeweils. Und du, ach, neue Eisenbahnen. So, Eisen wird geschmolzen, das ist gut. Fackeln werden jetzt auch langsam angebracht. Bei dem Auftrag haben sie wohl irgendwie gerade keine Lust mehr. So, die Türme werden gut gebaut. Das heißt, währenddessen nicht so hilfreich, aber auch gut. Planen wir hier. Aber cool, die Seile sind schon gespannt. Das ist gut. Hier unsere Treppe. Da habe ich einen übersehen. Da auch. Ja. Und dann fehlt hier noch ein kleiner.
So, erstmal soweit. Ha, Brücke ist fertig. Das heißt, sobald wir über diesen Turm Zugang haben, können wir die Treppe einreißen und haben mehr Materialien. Ah, die Bodenformung können wir mal verschieben. Bisschen abändern. So. Und hier tun wir wieder Tunneln. Und ja, wir haben wieder das Problem mit dem Gap of Gap. Und allgemein, dass die Tunnelsteuerung ein bisschen frickelig ist. Das war jetzt zu viel. So, können wir so machen. Ah, nö. Gucken wir lieber mal nach den Zwischengängen. Ne, ich habe Angst, dass wir da einstürzt. Deswegen lassen wir das Ganze. Das war jetzt zu viel. Da stürzen wir ab. So. Das sollte fast schon reichen, erstmal an Tunneln. Wir untergraben das hier so sehr, dass es uns vielleicht bald irgendwann auf den Kopf fällt. Ach, nee, nicht ernsthaft, oder? Kommen sehen müssen.
Der Tunnel hat gerade höchste Priorität eigentlich, noch höher als der Bauauftrag. Deswegen senke ich den Bauauftrag mal um eins. Das war auch keine gute Idee, hä? Zum Glück haben wir ein bisschen uns von der Burg entfernt. So. Jetzt grab bitte, das wäre nett. Ich komme mir langsam vor wie ein Skaven, der total wirrwarr in der Gegend rumgräbt. Ja, ich habe jetzt 6 Leute hier unten eingesperrt. Die einfach nicht mehr nach oben kommen. Nicht mein stolzester Moment, ganz ehrlich. Wisst ihr was, sammelt gar nichts in dem Tunnel, baut ihn einfach ab. Genau, da könnt ihr nämlich auch von unten abbauen. Okay, da sie jetzt gerade da ein bisschen beschäftigt sind. Machen wir hier weiter.
So, ich brauche noch Bretter. So. Die graben sich in die Freiheit langsam aber sicher. Die hier bauen langsam aber sicher den Turm fertig. So, Wendeltreppe wäre dann damit auch fertig. Geplant erstmal. Oh, sie sind fast durch. Hey, sie können wieder nach oben. Das heißt, den Tunnel brauchen wir nicht mehr. Der Tunnel kann eine höhere Priorität haben. Und mehr Leute. So, damit wäre Turm Nummer 1 fertig. Sieht zwar teilweise ein bisschen improvisiert aus. Aber ist doch nicht schlecht geworden. Jetzt wird Zeit, dass wir uns um die anderen Türme langsam wieder kümmern. Und vielleicht zwischendurch mal einen Cut machen. Also, Spiel speichern. So. Bis gleich.